So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir das WLAN-Passwort in Windows auslesen können. Also das Passwort für das WLAN, mit dem ich gerade verbunden bin. Ich bin jetzt hier zum Beispiel aktuell mit meinem WLAN hier verbunden, habe natürlich auch das Passwort eingegeben und nehmen wir mal an, ich habe das vergessen oder jemand anders hat das eingetippt. Wie bekomme ich das WLAN-Passwort im Klartext heraus? Das ist in Windows tatsächlich sehr, sehr einfach. Dazu gehen wir einfach mal in die Systemsteuerung hinein, also die alte Systemsteuerung von Windows, geben wir einfach ins Startmenü Systemsteuerung ein und dann haben wir hier das Netzwerk- und Freigabecenter. Da klicken wir mal drauf. Das öffnet sich dann hier und hier drüben haben wir dann den Link zu den Adapter-Einstellungen. Den klicken wir mal an. Es werden alle meine Netzwerkadapter angezeigt und ich muss dann hier schauen, was ist mein WLAN. In dem Fall heißt das hier einfach WLAN, bin verbunden und da klicke ich einfach mal doppelt drauf. Und dann öffnen sich hier die Eigenschaften, der Status von dem WLAN und wir klicken dann hier auf die Drahtlos-Eigenschaften, dann hier auf Sicherheit und dann sehen wir hier unseren Sicherheitsschlüssel, der ist standardmäßig ausgeblendet, aber ich kann hier mir die Zeichen anzeigen lassen und schon habe ich mein WLAN-Passwort im Klartext. Also wie man sieht, ist das Auslesen des WLAN-Passwortes sehr, sehr einfach. Und das ist auch etwas, was man hier an der Stelle mitnehmen sollte. Das heißt, wenn ihr bei irgendjemandem das WLAN-Passwort eingebt, damit die sich mit eurem WLAN verbinden können, dass die das dann eben auch auslesen können. Das ist insbesondere dann relevant, falls ihr das Kennwort so geändert habt, zum Beispiel zu irgendeinem anderen Passwort, was ihr euch einfacher merken könnt. Dann solltet ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr dieses Kennwort nicht vielleicht noch irgendwo im Internet verwendet für irgendeinen Account. Manchmal ist es ja so, dass man das gleiche Passwort überall verwendet und gibt das dann vielleicht auch bei seinem WLAN-Router ein, um sich damit mit dem WLAN zu verbinden. Das ist in dem Fall eine sehr, sehr schlechte Idee, weil jeder, der sich mit dem WLAN verbindet, kann das Passwort am Ende auslesen. Okay, das war's auch schon. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Andy vom eKiwi-Blog.